Mangelnde Aufrichtung entsteht aus einem Problem, das meistens schon unten bei der Hüfte beginnt, in unserem Hüftbeuger. Der verkürzt, der sogenannte Psoasmuskel, durch langes Sitzen, durch wenig abwechslungsreiche Bewegungen. Und irgendwann ist der Muskel so verkürzt, dass wir den gar nicht mehr dann strecken können, wenn wir aufstehen, dass wir die Knie auch nicht mehr strecken können und automatisch, es geht gar nicht anders, im unteren Rücken kompensieren müssen in ein übermäßiges Hohlkreuz, weil wir hier vorne die Länge nicht mehr haben und der Psoas meine Lendenwirbelsäule nach vorne zieht. So, wenn ich jetzt viel sitze und wenig abwechslungsreiche Bewegung habe, dann mache ich meistens auch einen runden Rücken, weil die Schultern einfach nach vorne kommen. Und da niemand mit dem Kopf nach unten so durch die Gegend geht, weil sonst sieht er nicht, wenn die Ampel rot ist, wird er natürlich auch den Kopf heben und ich habe hier eine Stauchung. Und das ist natürlich jetzt das absolute negative Szenario, das meistens schon unten entsteht. Ja? Und dann haben wir insgesamt natürlich in allen Bereichen eine mangelnde Aufrichtung. Kann es schon lösen, weil das ist sehr anstrengend, wenn man es absichtlich so machen möchte. Deswegen ist wichtig, für jede Yoga-Praxis auch den Hüftbeuger zu integrieren, um insgesamt die Wirbelsäule aufzurichten, damit wir nicht in unterschiedlichen Regionen kompensieren müssen. Das war mangelnde Aufrichtung.